Die Abstimmung zum Urheberrecht haben wir leider knapp verloren. Was ich aber toll finde, ihr lasst euch davon nicht unterkriegen. Seit der Abstimmung trendet auf Twitter der Hashtag geht wählen. Und das ist auch genau die richtige Antwort. Ich habe in den letzten Stunden unglaublich viele Nachrichten von euch bekommen, von Leuten, die sagen, wegen deiner Arbeit werde ich jetzt die Piratenpartei wählen. Das ist auch lieb gemeint, aber leider ist es nicht das, was ich mir wünsche. Denn ich werde die Piraten zur Europawahl nicht wählen. Tatsächlich bin ich heute aus der Piratenpartei ausgetreten. Der Grund dafür ist, dass auf Listenplatz 2 mein ehemaliger Mitarbeiter steht, Gilles Bordelais. Er hat unserer Arbeit gegen Artikel 13 wohl wie kein anderer Schaden zugefügt. Gilles hat mehrere Frauen im Parlament bedrängt und der Beirat für Belästigung am Arbeitsplatz hat festgestellt, dass Aspekte seines Verhaltens sexuelle Belästigung darstellen. Das ist für mich absolut inakzeptabel. So jemand darf nicht gewählt werden. Das Verhalten von Gilles hat mir und meinem Team einen schweren Schlag versetzt. Es hat uns psychisch richtig mitgenommen und für Monate hat er alles getan, um Konsequenzen für sich selbst zu verhindern. Aber mich und mein Team hat er damit viele, viele Stunden Arbeit gekostet, die wir im letzten Jahr nicht in die Urheberrechtsreform stecken konnten. Dank seinem Verhalten war mein Büro auch ein ganzes Jahr unterbesetzt. Am Ende war die Abstimmung zum Urheberrecht so knapp, dass ich denke, wäre Gilles nicht gewesen, dann hätten wir vielleicht gewonnen. Ich habe nie allein gegen Artikel 13 gekämpft, sondern immer mit meinem Team hier im Parlament. Und ich will, dass diese Leute weiter im Parlament arbeiten mit anderen Abgeordneten. Aber eine Wahl von Gilles könnte sie davon abhalten. Das dürfen wir nicht zulassen. Jede Stimme für die Piratenliste könnte die Stimme sein, dank der Gilles Bordelais ins Parlament einzieht. Für mich wäre das so ziemlich das Schlimmste, wenn am Ende der Mensch, der meiner Arbeit am meisten geschadet hat, von eurem Enthusiasmus und unserem Kampf gegen Artikel 13 profitiert und deshalb ins Parlament gewählt wird. Wenn ihr also meine Arbeit wertschätzen wollt, dann wählt eine Partei, die sich gegen Uploadfilter engagiert hat, aber wählt nicht die Piratenpartei. Als die Piratenpartei letzten Juni ihre Liste für die Europawahl aufgestellt hat, da habe ich noch für Gilles Bordelais geworben. Er war zu diesem Zeitpunkt seit 4 Jahren mein Büroleiter. Und ausgerechnet wenige Tage später hat er etwas getan, was dazu führte, dass die erste Beschwerde bei mir eingegangen ist. Ich habe dann angefangen, diese Beschwerde zu untersuchen, habe angefangen, Leute zu interviewen, die mit ihm direkt gearbeitet haben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Leute aus dem Umfeld. Und ich habe schnell festgestellt, da gibt es eine ziemlich große Zahl von Frauen im Europaparlament, die schon lange unangenehme Erfahrungen mit Gilles Bordelais gemacht haben und die sich in seiner Gegenwart einfach nicht mehr wohlgefühlt haben und ganz gezielt ihn gemieden haben. Und eine der Betroffenen, die unter der direkten Aufsicht von Gilles in meinem Büro gearbeitet hat, hat dann formelle Beschwerde beim Parlament eingereicht und sie hat am Ende auch damit Recht bekommen. Denn der zuständige Beirat für Belästigung am Arbeitsplatz des Europaparlaments hat nach einer monatelangen Untersuchung festgestellt, dass Aspekte des Verhaltens von Gilles Bordelais ihr gegenüber sexuelle Belästigung darstellen. Klarer drückt sich so eine Kommission niemals aus. Also im Gegenteil, dieser Beirat hat im Parlament sogar explizit den Ruf, eigentlich so ziemlich nie sexuelle Belästigung festzustellen. Die Lage ist also ziemlich eindeutig. Und ich habe dann daraufhin die Kündigung von Gilles beantragt. Da kann man sich jetzt fragen, wie kann das sein, dass so jemand 4 Jahre lang in meinem Büro arbeitet und ich davon nichts mitbekommen habe. Und da muss ich mir wirklich auch selbst Vorwürfe machen. Ich habe in den Gesprächen festgestellt, dass aus verschiedenen Gründen Leute nicht mit ihren Beobachtungen zu mir gekommen sind, aber ich habe auch nicht wirklich in meinem Büro die Möglichkeit dafür geschaffen. Fakt ist aber, in dem Moment, wo ich davon erfahren habe, habe ich angefangen, dieses Kündigungsverfahren einzuleiten und die Piratenpartei, also der Bundesvorstand der Piraten, wurde auch kurz später von einem Mitglied über die Vorwürfe informiert. Ich habe zum Verhalten der Piratenpartei in dieser ganzen Sache, also seit letzten Sommer, eine Stellungnahme veröffentlicht, wo ich nochmal ganz im Detail sage, wo man vielleicht noch hätte verhindern können, dass Gilles am Ende auf der Wahlliste der Piraten steht. Aber Fakt ist, dass man ihn zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr streichen kann.
Die Piraten hätten, wenn sie sofort gehandelt hätten, als die Beschwerden aufkamen, womöglich eine neue Aufstellungsversammlung einberufen können. Allerdings zu dem Zeitpunkt, wo dieser Ausschuss letzten Endes die Entscheidung getroffen hat, dass sexuelle Belästigung stattgefunden hat, das war erst im Februar. Und da war eine neue Aufstellungsversammlung nicht mehr möglich. Stattdessen hat der Vorstand darauf gehofft, dass Gilles Bordelais, der vorher gesagt hatte, also wenn der Ausschuss entscheidet, dann würde er freiwillig nicht antreten, dass er sich daran auch halten würde. Stattdessen hat er wohl den Bundesvorstand mehr oder weniger angelogen. Also er hat dem Vorstand gesagt, er tritt von der Wahl zurück, er legt seine Kandidatur nieder. Und es wurde auch ein entsprechendes Statement auf der Webseite der Piratenpartei veröffentlicht. Aber er hat ohne das Wissen der Piraten anscheinend seine Dokumente für die Wahlteilnahme nachgereicht. Und letzten Endes ist er zur Wahl zugelassen worden. Für mich persönlich ist es Grund, aus der Partei auszutreten, dass die Piraten nicht alles getan haben, was man hätte tun können. Aber es gibt durchaus auch Leute innerhalb der Piratenpartei, die versuchen, zumindest das Schlimmste zu verhindern. Also ich hoffe, dass trotz meines Austritts die Piratenpartei Gilles aus der Partei ausschließen wird. Das kann nicht verhindern, dass er gewählt wird. Also in dem Moment, wo er gewählt werden sollte. Also das heißt, wenn die Piratenpartei mehr als etwa 1,6% der Stimmen bekommt, dann ist er gewählt und dann könnte er nur völlig freiwillig sich dazu entscheiden, die Wahl nicht anzunehmen. Allerdings muss man sagen, also das ist extrem unwahrscheinlich, weil bisher hat er sich immer so verhalten, dass er versucht hat, möglichst den Bundesvorstand in Sicherheit zu wiegen, ihnen den Eindruck gegeben hat, er wäre von der Wahl zurückgetreten, tatsächlich aber eben seine Kandidatur weiter betrieben hat. Es werden sich wahrscheinlich auch Leute fragen, naja, gilt in einem solchen Fall nicht die Unschuldsvermutung? Und da muss ich halt ganz klar sagen, der Ausschuss dieser Beirat des Europäischen Parlaments, der sich mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz beschäftigt, hat ganz klar gesagt, Aspekte seines Verhaltens haben sexuelle Belästigung dargestellt und da gibt es auch überhaupt nichts dran zu rütteln. Die Frage ist nicht an dieser Stelle, ob sein Verhalten kriminell war. Also es geht nicht darum, ihn vor Gericht zu stellen und zu entscheiden, hat er eine Straftat begangen oder nicht, sondern es geht hier um die Frage, ist das jemand, den ihr wählen wollt? Und das ist nicht nur eine wichtige Frage, weil natürlich viele der Betroffenen, die in seinem Arbeitsumfeld im Europaparlament davon betroffen waren, auch nach der Europawahl im Parlament sein werden und sicherlich Leute sind, die an unserer Seite kämpfen und die an unserer Seite gekämpft haben für ein freies Internet und die wären sicherlich in ihrer Arbeit extrem eingeschränkt, wenn jemand wie Gilles dort arbeiten könnte. Denn die Abgeordneten haben eine extreme Macht über ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über das Personal in den Fraktionen und in der Verwaltung. Also wir werden hier teilweise im Parlament so richtig wie Halbgötter behandelt. Und das ist auch also ein riesiges strukturelles Problem. Und ich glaube, also jemand, der so knallhart seine eigenen Interessen vertritt und dabei in Kauf nimmt, dass letzten Endes auch politische Ziele geopfert werden, wie die Kampagne gegen Artikel 13, der hat im Parlament nichts zu suchen. Das tut mir alles extrem leid für die vielen europäischen Piratenparteien, die mit der Sache nichts zu tun haben und die unterstütze ich auch weiterhin. Also es ist wahrscheinlich, dass die tschechische Piratenpartei mit mehreren Sitzen ins Europaparlament einziehen wird und die machen dort einen wirklich guten Job und ich hoffe, die werden meine Arbeit weiterleiten und weitertragen. Außerdem der Spitzenkandidat Patrick Breyer der deutschen Piratenpartei, den trifft bei der Sache auch keine Schuld. Also der hat sogar noch versucht, die Piraten dazu zu kriegen, auf einem Bundesparteitag im November das Thema endlich öffentlich zur Sprache zu bringen und hat wirklich sich dafür eingesetzt, dass möglichst alles unternommen wird, um Gilles von der Liste zu streichen. Leider hatte er damit am Ende keinen Erfolg.
Und er ist aber, denke ich, jemand, also dem man schon zutrauen kann, im Parlament einen guten Job zu machen. Das Problem ist eben, die Piraten bekommen ihren ersten Sitz bei 0,6%. Das würde ich sagen, ist ziemlich sicher, auch nach den Ereignissen der letzten Wochen. Aber den zweiten Sitz bekommen sie schon bei 1,6%. Und das bedeutet eben, wenn ihr jetzt wegen meiner Arbeit Piratenpartei wählt, dann wählt ihr am Ende womöglich den Typen, der mir hier das Leben schwer gemacht hat und der möglicherweise dafür verantwortlich ist, dass wir die Abstimmung über die Uploadfilter verloren haben. Wenn euch also das Thema Uploadfilter und freies Internet am Herzen liegt, ja, wen kann man denn dann jetzt wählen? Also wir haben inzwischen die Abstimmungsergebnisse und wissen, wie die deutschen Parteien abgestimmt haben. Und da kann man sagen, also CDU, CSU und alles rechts davon sind sicherlich nicht die Verteidiger des freien Internets und undemokratische oder rechtsradikale Parteien sollte man sowieso niemals wählen. Bleibt also alles links der CDU sozusagen. Je nachdem, was eure politische Couleur ist, was euch sonst politisch wichtig ist, empfehle ich euch, eine der Parteien zu wählen, die mehrheitlich dagegen gestimmt haben. Die FDP hat dagegen gestimmt, die Linken haben dagegen gestimmt, die Grünen haben bis auf zwei Ausnahmen dagegen gestimmt. Bei diesen zwei kann man immerhin sagen, dass sie nicht mehr zur Wahl antreten und die Grünen haben zumindest versucht, sich so klar wie möglich zu positionieren, indem sie auch die Save the Internet-Proteste unterstützt haben. Insofern ist das in meinen Augen auch eine Wahl. Die Partei kann man wählen. Bei der SPD kommt es jetzt wirklich drauf an. Also die Bundesregierung ist die einzige, die noch die Chance hat, die Urheberrechtsreform aufzuhalten und Artikel 13 zu streichen. Dafür muss sich die SPD einsetzen. Bisher bei den Statements von Katharina Barley sieht es nicht danach aus, dass sie das nochmal ernsthaft versuchen werden. Aber davon würde ich es abhängig machen. Also wenn die SPD in der Bundesregierung die Reform mitträgt, dann ist sie für mich auch fürs freie Internet keine akzeptable Wahl. Diese Entscheidung müsst ihr letzten Endes selbst treffen. Ich hoffe, ich habe euch begreiflich machen können, warum ich die Piratenpartei verlasse und warum die Piratenpartei für diese Wahl keine gute Wahl ist. Und ich hoffe, ihr diskutiert das, ihr denkt darüber nach, aber was auch immer ihr tut, ihr geht am 26. Mai wählen.